Herzlich willkommen beim Spielwareninvestor. Deutschlands Nummer 1 zum Thema Toy Invest und dem stärksten Lego-Podcast des Universums. Dies ist der Heimatplanet von volljährigen Kindern, junggebliebenen Erwachsenen und seriösen Investoren. Sagt Hallo zu galaktischen Renditetipps, entspannten Nerd-Talks, brandheißen News und unterhaltsamen Einblicken. Dreht eure Kopfhörer auf Anschlag und transformiert euch in erwartungsvoller Zuhörer. Denn jetzt geht's los. Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor Podcast, Folge 5 von Lembos Logbuch. Heute leider ohne Kevin, aber ich habe natürlich wieder einen ganz, ganz tollen Gast und es ist niemand Geringeres als der große Lars Konrad. Lars, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Hey, geil, dass ich hier sein darf. Moin, Lembo, alte Socke. Ich finde das total cool, dass ich auf deinem Podcast dich zu Gast habe. Das ist, ist schön. Schön. Ich bin mittlerweile fast lieber zu Gast. Dann bin ich nicht schuld. Im Übrigen rattert es hier heute wieder, glaube ich. Eigentlich wollten wir um 10 fertig sein. Ne? Das ist jetzt irgendwie 10 vor. Ich glaube, so schnell werden wir heute nicht durchkommen. Weil wir so ein bisschen Tonprobleme hatten. Erstmal hatte ich überhaupt Softwareprobleme, weil ich Skype nicht runtergeladen hatte hier auf den Bürorechner. Und dann haben wir das ominöse Rattern wieder entdeckt, was wir, glaube ich, schon auch bei Let's Talk About Sets einmal bemängelt haben. Oder zumindest ein paar Zuhörer. Ich habe es auch gehört. Aber ja, ist so. Ich tippe auf deinen Lüfter beim Laptop. Also nicht auf deinen Lüfter, sondern den Lüfter des Laptops. Aber irgendwie thematisch passend, ihr stellt euch jetzt einfach vor, also entweder, es gibt zwei Möglichkeiten, entweder kriege ich es noch rausgefiltert, indem ich die Frequenz, wo dieses Rattern abläuft, einfach bestimme und dann dem Computer sage, er soll das irgendwie rausschneiden. Da muss ich mich aber nochmal kurz einlesen, habe ich lange nicht mehr gemacht, weil normalerweise schneide ich nicht. Zweite Möglichkeit, die gefällt mir fast besser, wir nehmen auch noch die Hintergrundgeräusche dieses Sturms, der gerade bei dir herrscht und an deinem Fenster rüttelt und fühlen uns in so ein richtig karibisches Unwetter rein. Und dieses Rattern, was vielleicht ab und zu kommt, ist Säbelrasseln. Ja. Also ich finde, darauf könnte man sich doch wunderbar einigen und einen schönen Abend haben. Denn worum geht es heute, Lembo? Ja, Lembos Logbuch thematisiert ja im Prinzip, und das ist ja ein wahnsinniger Luxus, dass ich das hier auf deinem Kanal machen darf, einfach das, was mich momentan beschäftigt im Kontext der Lego-Welt oder vielleicht auch in Zukunft mal ein bisschen außerhalb der Lego-Welt. Und ich habe, wie viele aus unserem Team, jetzt im Sommer die Eldorado Fortress gebaut und habe einfach die Idee gehabt, ich möchte aus diesem Anlass über Piraten sprechen. Und zwar auch über die neuen Sachen, aber auch über die alten Sachen. Und die beiden, die da sozusagen am ehesten drauf angesprungen sind, das waren der Kevin und du. Der Kevin kann jetzt heute leider nicht aus persönlichen Gründen. Und ich habe da eine große Vergangenheit mit Lego-Piraten und habe da total Lust, mich mit jemandem drüber auszutauschen. Und wir haben jetzt keine feste Route oder keine feste Seekarte, sondern wir schauen mal, wohin uns das Schiff so treibt oder wie auch immer. Ja. Bevor wir loslegen inhaltlich, würde ich ganz kurz mich noch bedanken, einfach für die netten Kommentare und das ganz, ganz tolle Feedback unter der letzten Folge von Lembos Logbuch. Und da ging es ja in Folge 4 um die Gretchenfrage, ob man lieber System oder Technik baut. Und danke für noch euer Zutun in diesem Kontext. Und ja, wir freuen uns, wenn wir euch damit gut unterhalten können und freuen uns auch auf Kommentare unter diese Folge. Lars, hast du eines der drei letzten großen Lego-Piraten-Sets gebaut? Die da wären die Pirate Bay, die große Captain Rotbart-Minifigur und die Eldorado Fortress. Ja. Welche?
Die Pirate Bay habe ich gebaut. Kann sogar einen Arbeitsnachweis liefern, weil wir das damals in einem Stream zusammen mit, ich glaube, Michael von Promobricks, ich glaube, Lukas von Stonewalls, ich glaube, der Marcel von Spacebricks, Henry war dabei. Und ich glaube, auch der Held der Steine hat sich reingeschaltet, wenn ich mich recht erinnere, Thomas. Ist schon eine Weile her, aber das Set ist ja auch schon ein paar Jahre alt, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ich glaube, das ist, dürfte Anfang 2020 oder sogar Ende 2019, ich weiß es gerade nicht. Ja, so die Kante. So irgendwie auf den Markt gekommen sein, also ist in dem dementsprechend schon ja 3 Jahre alt. Hat mir aber sehr viel Freude bereitet und ich muss aber sagen, ich habe bisher nur die Insel gebaut. Also ich hatte im Vorwege eigentlich gedacht und so von den Werbebildern, die man so gesehen hatte, oh ja geil, das ist so eine Insel und da macht man 2, 3 Handgriffe und dann hast du ein Schiff. Aber das sind, ich glaube, nochmal 50 Seiten. Du baust halt komplett das Ding nochmal um. Ist auch toll, weil du 2 wirklich herausfordernde Modelle hast. Und eigentlich habe ich immer gedacht, ich will mir das Schiff hinstellen, bin aber wirklich nicht dazu gekommen, weil ich irgendwann die Insel in den Keller gestellt habe und dann während Corona mein Sohn die gefunden hat. Und dann ganz wunderbare Schlachten mit dieser Insel erlebt hat und die mittlerweile so zerlegt ist, dass es schwer sein wird, da noch ein Schiff draus zu machen, ohne ein paar Stunden Arbeit da noch reinzustecken. Aber ja, das war mega gut. Und den Piraten habe ich 2 geschenkt bekommen. Einmal von Thomas, herzlichen Dank, und einmal von Lego selber, nämlich auf der Inside-Tour. Da haben wir dieses Geschenk auf dem Zimmer gehabt. Das war auch sehr schön. Aber noch nicht einmal gebaut. Aber er steht hier und lacht mich an. Und das wird sicherlich dann auch nochmal passieren. Ja, ich hatte sogar vor, die Pirate bei mir 2 zu kaufen, um eben das Schiff und die Insel nebeneinander zu haben. Aber da habe ich irgendwie gedacht, naja, das wäre dann im Prinzip irgendwie so eine Geschichte. Also es wäre dann so ein Storytelling gewesen, dass es 2 Schwesternschiffe gegeben hätte oder so. Aber es war mir letztendlich dann auch zu viel Aufwand und zu teuer und zu viel Platz. Insofern habe ich die einfach lange auf dem Sideboard stehen gehabt und dann einfach irgendwann wieder rückgebaut, in den Karton zurückgetan. Habe mich aber sehr daran erfreut und hat auch bei den Leuten, die jetzt in die Wohnung gekommen sind, ich meine, klar, so die Leute, die nichts mit Lego zu tun haben, haben dann immer erstmal diesen Effekt, da steht ja Lego bei euch im Wohnzimmer. Aber trotzdem ist es, kann ich mich erinnern, sehr, sehr wertgeschätzt worden. Den Piraten habe ich ja auch, habe ich mich sehr drüber gefreut, ihn zu besitzen. Und den habe ich noch nicht gebaut, der steht hier noch im Karton. Und die Fortress habe ich jetzt vor kurzem erst gebaut. Die steht also aktuell auf dem Sideboard. Also da hast du noch so die frischesten Gefühle dazu, ja, sozusagen. Also bei mir persönlich ist es immer so, ich werde ja oft gefragt, was ist denn dein Lieblings-Lego-Set? Und ich finde das halt super schwierig, weil sich das bei mir irgendwie monatlich, wöchentlich manchmal ändert. Und das ist oft das, was ich zuletzt gebaut habe, weil man da so frische Erinnerungen hat und so frische, tolle Momente, ne? wo man so denkt, ah ja, hier dieses Detail und da ist jetzt und ach, das ist witzig und ach, wie herrlich ist das und so weiter. Und das verschwimmt dann, je länger man es halt nicht mehr gebaut hat, und meist wird es dann verdrängt von irgendwelchen tollen neuen Sachen, die man dann baut. Deswegen, also ich kann das fast unmöglich beantworten, außer ich werde so, ja, ich gehe so ganz in die Vergangenheit und sage so mein Lieblingsset der Kindheit oder Traumset oder so, das kann ich machen, aber so Lieblings-Lego-Set ist schwierig zum Beispiel. Wie ist das bei dir? Hast du jetzt mit der frischesten Erinnerung auch die, ja, ist das jetzt aktuell dein Lieblingsset dieser Piraten oder sagst du, nein, viel, viel besser doch, ist XY? Doch, tatsächlich. Ich muss sagen, viele Sachen, die ich in der ähnlichen Kategorie, was Haben-Woll-Gefühl oder auch Qualität oder Bauspaß wahrscheinlich, antizipierten Bauspaß angeht, habe ich noch nicht. Also die große Ritterburg, von der ihr alle so geschwärmt habt, die habe ich noch nicht gebaut. Darf ich dich kurz fragen, warum? Also war es jetzt nur der Preis oder war es der Preis in Verbindung mit, du schaust sie dir an und denkst, boah, also für die Kohle ist mir das ein bisschen wenig Lego? Weil das war nämlich mein Gedanke zuerst. Also ich glaube, dass das viel, wenn man sie aufklappt, dass es schon sehr wuchtig wirkt. Insofern ist, glaube ich, dieser Effekt dann gar nicht mehr so da. Wir kommen ja gleich noch zu unserer Kindheit. Also ich kann schon mal vorwegnehmen, Ritter waren nie so meins. Deswegen war da jetzt nicht so dieser Kauf am ersten Tag so im Fokus. Und da bin ich tatsächlich für Sachen, die ich selber baue,
bin ich, wenn ich kein Tag 1 Liebhaber bin, bin ich da tatsächlich recht geizig. Also die Ritterburg steht total auf der Liste und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie halt mal zu Smith Toys oder zu irgendeinem anderen teilexklusiven Partner kommt, zu Galeria zum Beispiel. Da muss ich jetzt halt einfach aufpassen, dass ich das Ende nicht verpasse, weil es ja tatsächlich immer noch Lego-exklusiv ist. Die möchte ich noch haben, aber da waren tatsächlich in der Preiskategorie erstmal andere EOL-Sets, die ich dann mir vorher nochmal sichern musste. Ich muss bei der Burg tatsächlich aufpassen, weil wenn sie bei Lego bleibt und irgendwann sang- und klanglos verschwindet, werde ich mich sehr ärgern. Aber ich habe jetzt eher nochmal eine Schmiede gekauft oder sowas. Oder ich werde auch nochmal ein Home Alone jetzt nochmal nachlegen. Also genau, aus Investment-Sicht macht es ja jetzt auch mehr Sinn. Und wenn du sagst, du hast eh nicht so den Bezug zu Rittern, macht das auf jeden Fall Sinn. Ne? Also ich hatte halt in der Kindheit, hatte ich so drei Themen, die sich so miteinander vermischt haben. Also jetzt mal abgesehen von Lego City, das habe ich tatsächlich gar keine aktiven Erinnerungen dran. Dann habe ich eher so Playmobil-Erinnerungen. Aber ganz kurz, du hast keine aktiven Erinnerungen an so Octen-Tankstellen und so? Nee, gar nicht, witzigerweise. Also ja, du bist ja 4 Jahre älter als ich. Also ich kenne so aus der Grundschule, da hat man immer so als Geburtstagsgeschenk diese kleinen Octen-Rennwagen, Buggies oder Tanklaster gehabt. Ja. Also so genau, also so kleine, es waren aber eher so Geländewagen oder so ein, ich erinnere mich an so einen kleinen Flitzer mit so einer 1 drauf oder so einer 4, also so kleine 5 Mark, 10 Mark Sets maximal. Also sowas doch habe ich gehabt, aber ich war jetzt nie der jetzt eine City hatte oder so, also so realistische Sachen, wo dann die Kehrmaschine durchgefahren ist oder wo ich eine Tankstelle oder sowas hatte. Also ich hatte, bei mir hat sich das vermischt, also von klein, also als ich recht jung war, da habe ich tatsächlich noch mit Playmobil gespielt, weil, und da kann ich mich sogar noch dran erinnern, ich war als Kind immer richtig genervt, also ich wollte gleich losspielen. Und bei Lego, gerade als kleines Kind, und du musstest dir dann helfen lassen, hatten die Eltern vielleicht keinen Bock oder so und dann konntest du nicht gleich losspielen und das war schon ein bisschen nervig für mich und je älter ich wurde und je mehr ich das selber gemacht habe und je mehr ich kapiert habe, dass ich da meine Fantasie viel besser irgendwie ausleben kann, habe ich dann mehr Lego gespielt. Aber ich glaube, so diese Phase, wo man so eher realistische Rollenspiele macht als Kind, Mama, Papa, Kind, keine Ahnung, der und der kommt jetzt ins Krankenhaus und so, das habe ich eher mit Playmobil durchgemacht. Okay. Und meine Lego-Themen waren dann eigentlich Space, Piraten und Ritter, wobei ich, glaube ich, die meisten, also wenn man das jetzt so stundenmäßig aufrechnen würde, die Erinnerung kann täuschen, die meiste Zeit wahrscheinlich mit Rittern verbracht habe, aber also ich kann mich halt an sehr, sehr viele Stunden erinnern, wo ich auch Turniere gemacht habe, die gegeneinander so auf sich zureiten habe lassen und wie sie sich mit der Lanze dann runtergekickt haben und so. Und ich hatte keine Lego-Ritterburg leider, sondern ich hatte so eine, ich weiß gar nicht, was das ist, das war so ein, wie so ein großes geblasenes Plastikmodell, so ein riesiges Ding, auch mit so einer Zugbrücke, mit einer Kette dran. Und ich weiß noch ganz genau, wie sich das anfühlt. Das war kein glattes Plastik, das war teilweise so rau, so ganz... Sondern ich packe mal ein Bild in die Schuhe. Aber hohl, ne? Innen hohl? Hohl, genau, ja. Genau. Wie so eine, als hättest du eine riesige Kunststoffplatte gehabt und da eine Maschine hätte einmal so reingestanzt und dann halt mit so einer rauen Farbe irgendwie bemalt. Also ganz merkwürdig. Weiß auch nicht, wie die Firma heißt oder so. Aber das war halt die Ritterburg, die ich genutzt habe. Und da habe ich dann mit den Lego-Figuren ganz, ganz viel drin gespielt. Aber Piraten war halt auch so ein Thema. Hatte ich nicht ganz so viel, aber ich hatte viele von diesen kleinen Sets. Also es gab so, also was mich richtig geflasht hat bei Piraten waren diese chromgoldenen Münzen. Ja. Das war so, also das war wirklich, du hast so eine kleine Schatztruhe gehabt und dann diese chromgoldenen Münzen. Und ich habe ja auch immer, die waren ja immer an so einem etwas größeren Klumpen, waren ja 4 Münzen dran. Und natürlich ist dieser große Goldklumpen viel zu schade gewesen, um ihn dann zu entsorgen, sondern der ist natürlich auch immer mit in der Schatztruhe gelandet. Und also da habe ich wahnsinnig tolle Erinnerungen dran und eben auch an Captain Rotbart, wobei ich sagen muss, ich wusste früher nicht, dass er Captain Rotbart heißt, also zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Aber das war so in meiner Wahrnehmung, also ich habe das als Kind schon mitbekommen, dass der plötzlich ein Gesicht hatte, dass der plötzlich... Also witzigerweise gar nicht so, dass ich gedacht habe, boah, bis jetzt hatten alle so ein Gesicht,
Weil ja, irgendwie anscheinend in meinem Kinderkopf waren auch die normalen Lego-Gesichter irgendwie anders, weil die natürlich andere Klamotten und so anhatten. Ich habe das gar nicht so mitbekommen, aber als der dann da war, war der schon sehr besonders. Und das ist tatsächlich auch die einzige Lego-Figur, von, also die ich wissentlich immer noch habe. Also ich habe diese Captain Rotbart-Figur, mit der ich meine kleinen Kinderhände gespielt habe, die steht quasi hier neben meinem Mr. Gold auf dem Schreibtisch. Und die ist mir halt sehr, sehr viel wert, eben aus dem Grund, weil der kleine Lars da eben mitgespielt hat. Und da habe ich halt damals bemerkt, okay, cool, irgendwas ist hier anders. Also der hat auf jeden Fall was bei mir bewirkt. Also diese Piratennummer. Ja, also ich kann mich auch erinnern, diese anderen Piraten. Wir hören das auch. Also, okay. Ich höre es nicht. 100 Pro dein Lüfter. Aber er macht nichts anderes als sonst. Und das Ding ist, wie gesagt, neu und auch jetzt vom Speicher her nicht überfordert oder belegt. Macht ja nichts. Alles naja. Gut. Nee, was ich sagen wollte, parallel zu Captain Rotbart sind ja auch diese einfacheren Piraten, die einfach so ein Schnorres halt haben, ne? Also das war schon irgendwie so schräg, weil du dachtest irgendwie so, das ist halt eine normale Lego-Figur, die sich so ein Schnorres angeklebt hat irgendwie. Und ich finde, der Captain Rotbart, der ist realistischer gezeichnet als diese Handlanger-Piraten. Die sehen irgendwie so ein bisschen aus wie so diese überzeichneten Bösewichte bei Winnetou. Ja, genau. Und auch teilweise die Generäle oder so, oder was sie da so hatten, die hatten ja teilweise auch ich sag mal, das normale Gesicht und dann vielleicht noch so, ich guck gerade mal auf die Verpackung. Nee, viele von denen, diese Soldaten, hatten einfach das ganz normale Lego, die Lego-Minifiguren-Gesicht. Ja. Ich guck gerade, weil ich habe die Sets, die ich damals als Kind nicht bekommen habe, wo ich aber immer drauf geschielt habe im Piratenbereich. Ich kann dir sagen, wo ich angefixt wurde. Ja. Und zwar mit der 6261. Die hast du, glaube ich, mal angekauft. Hast du eine Instagram-Story drüber gehabt. Das ist dieses Floß mit dem bedruckten weißen Segel mit dem Totenkopf. Ja. Das ist kein großes Set. Ich würde mal sagen, das war damals so ein 20-25-Mark-Set. Ja. Da sind drei Piraten. Der eine hat das Gesicht von Captain Rotbart, aber er hat so ein zerflattertes T-Shirt an und so zwei Handlanger-Piraten. Und das ist dieses Floß, wo an der Seite diese Tonnen sind. Du hast diese netzartigen Gerippe, die quasi so hochgehen zum Mast. Du hast einen Hai dabei, du hast eine Schatztruhe dabei mit diesen Goldmünzen. Das war für mich so das Kernelement meiner Piratenwelt. Und ja, bis dann irgendwann das große Schiff kam. Ja, und guck mal, ich hatte so Sets wie beispielsweise 6235. Das waren so, ich lasse das 5 Mark, 10 Mark gekostet haben. Und das war einfach so ein bisschen gelbe Steine, so als Strand. Ja. Da war eine Piratenkiste drauf, dann irgendwie so ein bisschen grün, eine kleine Piratenflagge. Dann hast du einen Affen gehabt, einen Piraten und eben diese Goldmünzen. Und mit so einem kleinen Set hatte ich irrsinnig viel Spaß. Oder auch die 6257, eben auch ein kleineres Floß, drei Piraten, ein Hai dabei, was natürlich bei so Piratenabenteuern unbedingt dabei sein müsste. Oh, ich sehe gerade, Value New, Herr Jemine, ich sehe nämlich hier auch gerade die 6255 Pirates Comic. Das ist, scheint hier richtig teuer zu sein. Das habe ich hier nämlich noch original verpackt. Mal gucken, was ist hier, kann ich hier auf Bricklink gehen? Das muss ich direkt nebenbei mal rausfinden. Nicht, dass ich es verkaufen will, aber es ist natürlich trotzdem interessant. Weil das ist etwas, was in mir fast noch größere, Erinnerungen hervorruft, als jetzt irgendwie ein super großes Set, weil das sowas ist, was ich auch hatte. Und zwar war das so ein Comic. Also es war irgendwie so ein, also ich habe jetzt im Nachhinein rausgefunden, dass das wohl in einem Schiff, ich glaube in der 6274, mit dabei lag, dieser Karton. Andererseits hatte ich auf keinen Fall jemals dieses Schiff. Von daher gehe ich davon aus, dass das auch irgendwie einzeln verkauft wurde. Wieso finde ich das denn jetzt hier nicht? Also ich habe hier einen Katalog von 1995, also auch im Bestzustand. Den hat mir der liebe Stefan geschenkt. Uiuiui. Und ich hält's dir mal so ein bisschen vor die Kamera für die Zuschauer. Was ich hatte, das war, glaube ich, das Nachfolgeset von dem ganz kleinen, das du eben genannt hast, nämlich die 6237. Da war dieser Pirat mit dem blauen Oberteil drin. Mhm. Und eben auch einfach so eine kleine, so ein Busch mit ein bisschen Sand und Truhe. Und ich hatte hier oben, siehst du,
die 6258, so eine kleine Palmenhütte. Da waren Bootchen dabei und ein Hai dabei. Also mit diesen kleinen Sets bin ich im Prinzip in diese Welt hineingekommen. Und deswegen war natürlich dann der große Wunsch, ich glaube, das hatte wahrscheinlich jeder auf dem Zettel fürs Christkind, bis heute noch mein All-Time-Favorite-Lieblingsset ist die 6286, der Skullseye-Schoner oder wie er hier im Katalog heißt, der Piraten, die Pirat-Dreimast-Bark mit Kanonen, Kompass, Lastenkran, Ankerwinde, Beiboot und Seeräubern. Das ist das Set, was ich am meisten bespielt habe, wo ich am meisten Fantasie investiert habe, dass ich allen Besuchern damals gezeigt habe, ob sie es sehen wollten oder nicht. Und das steht tatsächlich noch aufgebaut. Also es war nie abgebaut. Es steht heute noch aufgebaut bei meinen Eltern. Und das hat mich, also ich meine, wir reden ja generell über ein Hobby, was uns in positiver Art und Weise an die Kindheit erinnert. Aber dieses Schiff ist für mich im Besonderen so ein Meilenstein, was Spielzeug, was Spielen überhaupt oder auch was auch Spielen mit meinem Bruder angeht. Mein Bruder ist ja 4 Jahre jünger als ich und der hatte dann als Set das Set, und das ist ja ungefähr das Alter auch von Robert. Der Robert hat ja als Lieblingsset angegeben die 6273. Das ist ja diese Pirateninsel. Und das war einfach so toll. Mein Bruder hatte die Insel, ich hatte das Schiff und wir haben da Tage, Stunden, also uns da, diese Insel hat, das war auch so eine 3D-Grundplatte und dann mit so Hängebrücken und Falltür und Versteck im Boden und Leitern. Also ich kann mich nicht bewusst an eine schönere Spielphase mit meinem Bruder zusammen zurückerinnern. Mhm. Ja, das ist ja auch das Tolle, ne? Weil du hast ja so viele Möglichkeiten mit dem Floß, mit dem Schiff, mit diesem geheimen Gang, mit dieser diese Hängebrücke, da kann ja so viel passieren, gerade in so einer kindlichen Fantasie, und man baut ja da noch einiges dazu, aber es ist wirklich spannend zu sehen, weil du sagst gerade, wir sind 4 Jahre auseinander. Die Sets, die du jetzt gerade genannt hast und auch jetzt Roberts Lieblingsset, da war ich tatsächlich dann anscheinend schon in den Dark Ages. Also natürlich, das Gewitter bei dir, wa? Ja, ja. Oh, wir sind auf einer Karibikinsel. Ja. Jetzt geht's los. Nee, das sind jetzt rattert das Säbelrasseln. Pass auf, gleich kommt noch der Seewolf rein und zerquetscht so eine rohe Kartoffel in seiner Hand. Nee, aber das sind tatsächlich Sets, die ich so bewusst, auch jetzt die 6258, was du gerade sagtest, die, also das ist jetzt von, was steht hier, von 92. Guck mal, mit, ich glaube 1994 habe ich schon geknutscht. Wahrscheinlich war ich da schon Vorbereitung und habe mir schon Bravo-Poster. Da warst du 13. Ja, um und bei, ne? 12, da war 13, ich 9. So. Wobei Roberts Lieblingsset und das, was mein Bruder hatte, ist tatsächlich älter als der Skullseye-Schoner. Also ja, Skullseye-Schoner ist von 93 und diese Insel ist von 91. Das heißt, da muss wahrscheinlich, 1993 war ich 8, war mein Bruder 4. Das heißt, ich schätze mal, der wird das dann vielleicht so mit 6, 7 bekommen haben. Das heißt, da müsste das Set schon tatsächlich ein paar Jahre im Regal gelegen haben. Ja, entweder, ja, aber das war auch früher so, also dass die teilweise eine längere Shelf-Life hatten, also so 4 Jahre oder so kann durchaus angehen, gerade für so ein großes Set. Gerade das mit dieser Bodenplatte, die Lego ja selber gar nicht hergestellt hat, sondern die dann von einer Fremdfirma sozusagen, ich glaube aus Österreich, gemacht wurde. Aber das ist für mich halt spannend zu sehen, weil das ist, aber das sind die Piraten, womit mein Cousin, der wiederum 4 Jahre jünger ist, Dennis, liebe Grüße, gespielt hat. Also wenn der so von Piraten erzählt und mir Bilder zeigt, dann sind das oft tatsächlich diese. Daher kommt mir das sehr bekannt vor. Aber ich finde das so spannend und das ist ja das Tolle, wenn ihr jemals die Chance habt, in die Vault zu gehen, bei Lego in Billund oder zumindest wenn ihr im Lego-Haus seid, solltet ihr unbedingt unten in der für alle frei begehbaren Vault in diese digitale Schatzkammer gehen. Und dann mal so durch die Jahreszahlen scrollen. Weil du, es ist Wahnsinn, aber du siehst anhand der Lego-Sets, bis wann du dich für Lego interessiert hast, dann rechnest du zurück und dann erinnerst du dich vielleicht an Sachen, wo du sagst, ja, okay, zu der Zeit war aber das und das und das. Und dann
scrollst du so weiter und dann entdeckst du immer so Sets zwischendrin, weil das ist ja oft so in den Dark Ages, dass man dann mal aus Spaß, aus was weiß ich, weil gerade die Zeit da ist, sich wieder ein bisschen für Lego interessiert oder einfach irgendwo durchbummelt und sich an ein paar Sets erinnert, aber sich nie wirklich dann oder noch nicht zu Lego zurückgefunden hat. Und dann irgendwann knallt es dann bei vielen von uns wieder und dann sind sie wieder da. Aber diese tote Zeit dazwischen, das ist so interessant und die kannst du wirklich anhand von Sets eben klar machen. Naja, auf jeden Fall, ich war gerade erzählen hier mit diesem, da bin ich abgekommen, mit diesem Comic, was im Übrigen neu auf Italienisch 750 Euro kostet, auf Französisch 750 Euro. Ich habe es jetzt hier auf Deutsch, weil Französisch ist, das ist halt alles dasselbe und so optisch wird mir das auch viel geben, aber ich finde es halt toll, der Schatz der halben Münze, 1,56, nee, was steht da? Kurz, 36 Seiten Comic und dann sind da halt so noch Minifiguren dabei und ich bin der Meinung, dass das irgendwo auch wahrscheinlich mal lose zu bekommen war, dass es nicht nur dem Schiff beigelegen hat. Kann ich mir nicht anders vorstellen. Aber witzigerweise ist das halt was mich sehr mit dieser Piratenzeit verbindet. Und das ist, hat so ein bisschen damit zu tun, dass wir nicht ganz so viel Geld hatten früher und dass ich nicht die teuersten Sachen bekommen habe, weil es einfach auch nicht ging. Ne? Und ich habe zum Beispiel eine ähnliche Erinnerung bei den Masters of the Universe. Da habe ich halt auch hin und wieder mal ein paar Figuren bekommen, aber jetzt nie Castle Grayskull oder nie Snake Mountain. Aber was ich immer mir besorgt habe und was ich halt ganz, ganz fantastisch fand, und zwar, wenn du früher in so einen Spielzeugladen reingelaufen bist, dann gab es zu der Zeit, wo Masters of the Universe stark beworben wurden, da gab es immer so eine Art, ich will es nicht sagen Comic-Heft, aber das war so wie Toy-Fotografie. Und dann haben die haben sozusagen die Figuren fotografiert auf irgendeinem Kiesbett, so ein bisschen so modellbaumäßig. Und dann haben sie denen so Sprechblasen angehängt. Und dann waren das so gratis Comic-Bilder-Spielhefte. Und das ist tatsächlich mit mein größter Schatz, weil wenn ich mir das in einer ruhigen Minute nehme, das ballert mich komplett sofort zurück in die Kindheit. Und ich habe auch damals, als ich meine große Masters-Sammlung aufgelöst habe, habe ich nahezu alles weggegeben, bis auf so ein paar Sachen. Und auf jeden Fall diese Hefte habe ich noch alle. Weil das war damals ein Gratisartikel. Der ist heute, glaube ich, aber auch wahrscheinlich teuer. Also kann ich mir nicht anders denken. Ich weiß auch gar nicht, wie das hieß. Aber die habe ich auf jeden Fall alle noch. Und so ein paar Kassetten und so. Also alles das, was mir als Kind so... Du brauchst ja nicht viel, ne? Ja, also du, dass mein Bruder diese Insel und ich das Schiff bekommen haben, das war schon für unsere Verhältnisse... Krass. Also, wie gesagt, ich will mich nicht beschweren. Wir hatten alles, was wir gebraucht haben, und das war jetzt nie irgendeine finanzielle Not, um Gottes Willen. Aber ich hatte auch eher kleinere Sets, und das war dann mal wirklich so. Da hat das Christkind jetzt aber wirklich mal ein sehr, sehr großes Geschenk gebracht, und dann müsst ihr auch entsprechend damit spielen und das wertschätzen. Und das haben wir rauf und runter. Also, diese Sets haben sich, wenn du jetzt in Spaß oder Stunden oder Liebe oder sowas rechnest, also mehr als bezahlt gemacht. Und ich finde, das ist natürlich auch, wenn du halt eher einen anderen Standard gewohnt bist, ist das natürlich, sticht das natürlich aus der Masse dann total raus. Ja, also es gab Grundschulklassenkameraden, die hatten jedes große Lego-Technik-Set, jeden großen Kran, jeden großen Lastwagen und so. Da wäre für mich jedes einzelne ein Wahnsinn gewesen. Und deswegen, also das Schiff steht bei mir einfach auf so einem Sockel in allen Kategorien. Aber Lars, was ich dich noch fragen wollte, da können wir jetzt auch mal so ein bisschen gucken, in welchen Jahren wir das so erlebt haben. Wir haben natürlich die Sets zu schätzen gewusst, weil wir sie dann hatten, weil irgendjemand auf die Idee gekommen ist, sie uns zu schenken. Ja, es ist ja jetzt nicht so, dass unsere Eltern gesagt haben, Mensch, wir wollen unseren Kindern mal die Freibeuterei näher bringen, sondern es ist ja irgendwie zu uns gekommen und wir haben das dann zu schätzen gelernt. Aber ich habe mir mal überlegt, wo habe ich außerhalb von Lego noch mit Piraten Bekanntschaft gemacht? Und mir sind tatsächlich drei Elemente eingefallen. Weil Pirates of the Caribbean war ja deutlich nach unserer Zeit. Absolut. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, Jack London, der Seewolf. Sagt dir das was? Also echter Film, kein Zeichentrick? Nee, mir sagt der Seewolf, meine ich, als dicker Schinken, als Buch was. Ja, genau, von Jack London. Und das ist aber auch verfilmt worden. Und das weiß ich noch, das habe ich mit meinem Papa geguckt.
Und da hat wirklich der Hauptdarsteller, jetzt kommt sein Name nicht mehr, wie hieß der denn? Ah Gott, hätte ich mich besser vorbereiten müssen. Der hat wirklich dann so, um so seine Macht zu demonstrieren, hat er in seine Hand so eine riesengroße rohe Kartoffel zerquetscht. Ja, und da ging es natürlich auch ums Kiel holen und was weiß ich nicht was. Also ist natürlich ein Film, der nicht in dieser klassischen Piratenzeit gespielt hat. Also das waren jetzt nicht diese typischen Piraten mit Augenklappen, aber das ist so eine Erinnerung in die Kindheit. Also eigentlich zeitlich müsste noch was anderes mit reinspielen bei dir. Ja, nämlich? Guck. Ja, als Zeichentrick. Ja, aber da kam doch Anfang der 90er auf jeden Fall auch Hook in die Kinos. Also da bin ich mir ziemlich sicher, weil den hat, also ich glaube, das ist der Kinofilm, den ich am meisten gesehen habe. Ah, okay, nee, ich gar nicht tatsächlich. Also da habe ich in den Kinos zumindest, weil ich weiß noch. Nee, ich hab den zweimal, ich glaube, einmal selber mit der Familie, dann hat irgendein Kindergeburtstag gefeiert, dann nochmal irgendwie und dann, das war ja auch relativ kurz nach der Wende, noch ein Jahr später oder so waren wir in der ehemaligen DDR in so einem ganz alten Kino, da lief der dann auch nochmal, habe ich glaube ich drei, vier Mal gesehen und das war, ich gucke gerade mal, der kam raus, 92 und das kommt eigentlich mit eurer Piratenspielzeit hin, aber ich weiß nicht, ab wann der war. Hätte ich wahrscheinlich mit 7 Jahren hätte ich da nicht ins Kino gegangen. Wahrscheinlich war der zu jung, ja. Also doch, FSK 6 war der. Weißt du noch, welches dein erster Kinofilm war? Ja, also entweder, da bin ich echt am Hadern. Also entweder Ariel, ich krieg's, glaube ich, durcheinander. Ariel, Schöne und das Biest, irgendwie sowas, weil ich eine kleine Schwester habe. Ich weiß nur, ich kann mich an einen Tag erinnern, da weiß ich nicht genau. Das kann auch meine erste Kinoerfahrung gewesen. Warte mal, ich gucke gerade mal, wann der rauskam. Irgendwie glaube ich, dass es. Ich muss mal kurz gucken, was zuerst da war. Ariel kam raus. Weiß man nicht. Ariel Disney. Oh, war das mein erster Kinofilm? Habe ich noch nie so richtig drüber nachgedacht. Also, meine 89 ganz klar kam Ariel. Okay. Ja, guck mal, meiner war 4 Jahre später. Ich war das erste Mal im Kino scheinbar mit 8, und zwar in Mrs. Doubtfire mit Robin Williams. Okay. Erinnerst du dich? Ja. Wo er ich glaube, der ist in der Scheidung, und um seine Kinder sehen zu dürfen, die bei seiner Frau sind, verkleidet er sich als alte Frau, als Kindermädchen, und so kommt dann seinen Kindern wieder nach. Ja, klar, kenne ich, absolut, klar. Ich glaube, Ariel war der erste. Okay. Und dann kann ich mich noch an Kinotag erinnern, wo ich mit Papi, also meine Schwester ist in Die Schöne und das Biest gegangen mit Mutti und Tante, und ich bin mit meinem Vater, der sich eine Flasche Birkstoff auch an der Kinokasse gekauft hat, in Werner Beinhardt gegangen. Ah, cool. Das war 1990. Ah, ja. Ich hatte dann die nächsten waren dann so Goofy und Max als Zeichentrickfilm und dann Apollo 13 tatsächlich. Goofy und Max wusste ich bis heute Morgen gar nicht, dass es da einen Kinofilm gab, aber wir haben uns heute Morgen über die Lorcana, über das Trading Card Game bereits unterhalten und da hat mir der Patrick das erzählt, aber der ist auch ein paar Jahre jünger, also da kannst du mal sehen, ja. Ich kannte Goofy und Max wirklich nur als Serie. Aber pass auf, bei meiner Recherche bin ich auf etwas gestoßen, was mich so Piratenbegeisterung hat auslösen lassen, und zwar Pippi Langstrumpf. Ah ja, okay. Mut, Svente und Messerjockel. Ja. Also Namen habe ich jetzt nicht mehr parat, aber der Papa war doch ein Pirat, ne? So ein bisschen so, ja. Aber der ist ja selten in Erscheinung getreten. Ja, aber es gab Folgen. Das war so ein bärtiger, ich habe ein Bild vor Augen, ein bärtiger Typ, so ein weißes, hautenges Dings irgendwie, so eine Kapitänsmütze, so ein bisschen so. Ja, und Blutzwente und Messerjockel, das waren halt eher so Trottel, wie jetzt hier Harry und Marv bei Kevin allein zu Hause oder so. Mhm. Also aber Wiki gab es auch noch, aber das ist ja eher so Wikinger, ne? Das war jetzt nicht so die Piraten-Vibes. Also habe ich natürlich auch geguckt, aber genau, das sind nicht so die Piraten-Vibes, aber dann bin ich noch auf was anderes in der Recherche gestoßen. Da bin ich auch gespannt, ob du das gesehen hast oder ob du das für dich so als Meilenstein ansiehst. Tim und Struppi. Die haben nämlich ja auch verschiedene Abenteuer mit den Azteken, und die haben wir überall. Die waren ja überall. Im Weltraum waren die auch, aber die haben auch viele Piraten tatsächlich gemacht. Und der Freund von Tim ist ja auch der Kapitän. Und also das hat mich tatsächlich auch immer so ein bisschen in die Richtung Kapitän gekommen. Hat mich immer so ein bisschen an Bud Spencer erinnert, tatsächlich. Ja, aber nur athletischer. Ja, das habe ich nicht. Also ich habe das, glaube ich, geguckt, weil man als Kind immer nicht so die Wahl hatte. Also man hatte geguckt, was weg musste. Hm. Aber es war nie so meine Lieblingsabenteuer. Also weiß ich nicht.
gab immer was, wo ich mich immer super, super, super drüber gefreut. Und dann gab es was, da brauchte ich immer so ein paar Minuten, um reinzukommen. Also in dieselbe Kerbe wie Tim und Struppi wäre bei mir Rund um die Welt mit Willy Fogg. Habe ich auch gern geguckt, aber ich brauchte immer ein paar Minuten, um da reinzukommen. Weil als es losging, habe ich gedacht, scheiße, ich hätte lieber die Masters of the Universe oder Brave Star oder Saber Rider oder sowas geguckt. Und dann kam das und dann hat man gesagt, ja, fuck, aber es gibt ja... Du, aber sag mal, Willy Fogg, das war doch eine Premiere-Serie, oder? Lief das nicht auf Premiere? Damals? Also das hatten wir auf keinen Fall. Nee, das wird auch irgendwie wahrscheinlich bei Bim Bambino mitgelaufen sein. Also auf Tele 5 damals, okay, würde ich sagen. Weil es ist so, mein Vater rühmt sich heute noch damit, dass er nach dem Sportverein der erste private Haushalt im Dorf war, der Premiere hatte, weil er immer schon total fußballverrückt war. Und deswegen, es gab auch mal so eine ganz schöne Dschungelbuch-Zeichentrickserie, die kennt keine Sau außer mir, weil die lief 1991 auf Premiere tatsächlich. Oh, Wahnsinn. Ja, tatsächlich für die Älteren das heutige Sky. Ja. Also das, ja, in der Tat. Ja, klasse. Ja, cool. So, dann, ich habe jetzt mal, wo wir gerade beim Thema Kindheit sind, ich habe ja in unserer wundervollen Gruppe, habe ich ja die netten Jungs mal befragt, verschiedene Richtungen. Und ich weiß nicht, dass du extra Gewitter und Säbel bestellt hast. Ja, das mega. So geil. Hörst du das Rattern schon wieder? Nein, aber jetzt höre ich gerade Gewitter, okay. Das Rattern kommt. Ja, es ist wirklich, also es ist heftig. Also heute war, glaube ich, hier so der letzte krasse Sommertag. Kommt jetzt hier alles runter und raus, was so die Natur für uns bereithält. Aber na gut. Ich habe in der Gruppe gefragt, ich weiß nicht, ob du die Ergebnisse schon gesehen hast. Wenn nicht, kannst du ja noch tippen. Oder du hast, je nachdem, wann du es ausgefüllt hast, schon gesehen. Ich habe gefragt, welche dieser Themenwelten war dir in deiner Kindheit am wichtigsten? Also ich habe jetzt einfach mal beschränkt auf Piraten, Ritter und Weltraum. Was glaubst du, was gewonnen hat? Ich glaube, ich habe da wahrscheinlich Ritter ausgewählt. Ja, hast du. Ich würde jetzt auch sagen, wahrscheinlich Ritter. Ja. Also ich habe auch eine Theorie dazu. Ja. Also ich glaube, also Lego war ja schon immer teuer, auch früher. Und ich finde, man kann leichter mit Lego Ritter-Abenteuer nachspielen. Und zwar so, dass man als Kind auch zufrieden ist, weil man sich schnell aus eckigen Steinen irgendwie eine Ritterburg baut, mit der man klarkommt, oder ein Waldversteck oder so, als ein imposantes Piratenschiff. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber also ich glaube, dass sich die wenigsten Kinder selber, weil sie es nicht geschenkt bekommen haben, ein Piratenschiff gebaut haben, gerade auch mit den Steinen, die es damals gab. Also Lego selber musste sich ja mit großen Formteilen behelfen, weil es halt einfach, das war halt unmöglich mit, wir hatten ja noch nicht so viele Steine, wir hatten ja nichts früher. Also, und ich glaube einfach, dass man da schneller glücklicher geworden ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es daran lag. Also ich konnte mit so einem kleinen Boot und einem Hai und einer Kanone auch schon ziemlich viel. Ja, mit diesem braunen, klar, aber es geht ja nicht als so Piratenschiff durch, höchstens so als kleine Gauner, die sich irgendwie schleichen irgendwo. Ne? Also ich habe tatsächlich, es haben 11 Leute abgestimmt und es gibt, und das finde ich das Spannende eigentlich. Das muss man sagen, in unserer internen Gruppe, wir haben es jetzt nicht öffentlich gestellt, nicht, dass ihr euch wundert, dass wir nicht 1111, sondern im Team. Und im Team ist es so, ich hatte mehrfach Nennungen möglich, aber es gibt nur eine Person, die sich nicht festlegen konnte und mehrere Sachen genannt hat. Das finde ich ganz spannend, weil da glaube ich, viele haben so ihr Ding. Und ich glaube, es ist ja nichts Geheimes. Ich darf das ja hier sagen, wer für was gestimmt hat, oder? Klar. Weil die Leute, also die Zuhörerinnen kennen ja jetzt auch schon so ein bisschen so uns als Truppe und die einzelnen Typen. Für Ritter haben gestimmt, neben dir, noch der Chris, der Stefan, der Arne, der Kevin und der Robert. Wobei der Robert aber auch für Piraten gestimmt hat. Das ist der Einzige, der zweimal gestimmt hat. Dann für Piraten haben gestimmt der Flo, der Mischa und ich. Und für Weltraum haben nur Thomas und Schommi gestimmt. Dass das die Lieblingsthemenwelt der Kindheit war. Ja, also es war übrigens die fieseste, schwierigste Frage für mich. Ich habe so anhand von Spielstunden, an die ich mich erinnern kann, entschieden. Also ich glaube, am zweitmeisten habe ich wahrscheinlich mit Space gespielt. Da hatte ich halt auch relativ
auch diese Platten, diese Kraterplatten und so, kann ich mich erinnern. Aber jetzt auch nie so richtig große Sachen. Aber das sind halt die drei Sachen. Also Space, Piraten und Ritter. Und ich musste so ein bisschen... Ja, es ist mir auch schwer gefallen. Ja. Also für mich ist ja Space nicht Classic Space, sondern für mich ist Space das Blacktron mit dem Neon-Gelb-Grün Display Scheiben. Wo du das gerade sagst, ich muss gerade so lächeln. Also erstmal, also ich mock gerade so ein bisschen so aus, aber einfach nur aus Bock. Also kein Competition-Gedanken, sondern einfach ein, weil ich hatte so eine kleine witzige Idee und da wirst du noch dran denken, wenn ich das in den nächsten Tagen vielleicht noch zeige. Also gerade das, was du gerade gesagt hast. Okay, cool. Dann habe ich als nächste Frage gestellt. Welche dieser Themenwelten, also wieder die drei Antwortmöglichkeiten wie eben, welche dieser Themenwelten ist dir als A-Voll am wichtigsten? Und da sieht es tatsächlich schon ein bisschen anders aus. Denn als A-Voll haben wir einen Gleichstand zwischen Piraten und Rittern. Piraten am wichtigsten haben gesagt, du, der Robert, der Flo, der Thomas und ich. Ritter, Chris, Stefan, Mischa, Arne und Kevin. Das heißt, für den Mischa war in der Kindheit Piraten wichtiger und als A-Voll Ritter. Und für dich war in der Kindheit scheinbar Ritter wichtiger und jetzt Piraten. Und auch beim Thomas ist es so, da war als Kind Weltraum am wichtigsten und als A-Voll Piraten. Und Weltraum als A-Voll hat nur noch der Schommi angekreuzt. Also ich kann bei Mischa, kann ich glaube ich sagen, der wollte einfach nur nicht dieselbe Antwort geben wie ich, weil er mich nicht leiden kann. Das wird das wird da die Antwort sein. Da hat er geguckt, was macht der Lars? Ich mache genau das Gegenteil. Er gibt also gar keinen Sinn. Also ich kann sagen, warum das bei mir so ein bisschen anders ist. Also ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass ich mehr Bewusstsein habe für da, wo ich wohne und lebe und mich auch wohlfühle und auch nirgendwo anders hin möchte, nämlich irgendwie am Meer, so, also zumindest grob an der Küste. Und je älter ich werde, umso mehr patriotisch auf meinen Kompassstandort hier werde ich hier witzigerweise. Und da so ein Piratenschiff und so ein Fort am Wasser und so, umso cooler finde ich es. Und ein zweiter Grund ist, ich hatte als Kind, ja, ich hatte ja Freunde, die ein bisschen mehr Geld hatten. Ich weiß noch ganz genau, ein Schulfreund von mir, da war der Papa Unternehmensberater und die haben immer dicke Autos gefahren und der hatte halt auch immer viel Lego. Und da weiß ich zum Beispiel, da habe ich zwei Sets immer angehimmelt, die dann oben, die waren auch aufgebaut auf dem Regal und standen da immer. Und ab und zu durften wir es dann runterholen und damit spielen und so. Und das war zum einen die 6276, nämlich Eldorado Fortress tatsächlich, wo es jetzt die Neuauflage gab. Und dann hat er noch gehabt die 6285. Und das war für mich so ein, also eigentlich beide, also so eine ganz spezielle Aura. Aber gerade dieses riesige Piratenschiff, also für meine Begriffe damals wahnsinnig große Piraten. Du redest von der Barracuda. Genau. Also das war so ein Ding. Und die Piraten hatten halt noch eine andere Geschichte, die ich zwar auch in kleinen Sets genießen konnte, aber natürlich bei diesem, also dieses Piratenschiff war wahnsinnig stark bewaffnet. Und dieses Spielteil, was Lego dort invented hat damals, diese Kanone, wo man diesen 1x1 Round-Brick rein und damit schießen konnte, was im Übrigen in Amerika, haben wir glaube ich schon ein paar Mal erzählt, war das nicht erlaubt, da waren die verboten. Da durfte es zwar mit echten Waffen rumschießen, aber Lego durfte nicht mit seinen Kanonen. Die haben tatsächlich die amerikanischen Kanonenmolds, da kannst du hinten, also bei unseren europäischen, da kannst du ja hinten diesen Steg da ziehen und dann ist da so eine Feder drin, dann schießt du den raus. Und bei den amerikanischen Molds ist es halt einfach gegossen. Also da lässt sich dieses Dings nicht bewegen. Aber das war halt auch so ein Gamechanger, weil du richtig ballern konntest irgendwie. Ja. Und dieses Schiff war so riesig und es war so groß und es war so bewaffnet. Und in der ganzen Wohnung sind diese Dinger rumgeflogen dann. Ja, wahrscheinlich. Aber das waren so, und das sind, ich habe tatsächlich jetzt hier rechts neben mir drei Sets stehen, auch in Originalverpackung, die ich mir so nach und nach rangeholt habe, also nicht mehr zu, sondern, also das wäre für mich auch Höchststrafe, also wenn ich mir jetzt so ein Set hole und weiß,
boah, nee, das muss ich jetzt zulassen. Also gerade so diese Dinger, die an einem verregneten Winternachmittag oder so, baue ich die auf jeden Fall auch nochmal auf. Das ist nämlich einmal die 6276 Eldorado Fortress. Das ist die 6274. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das ist so dieses kleinere Schiff der Soldaten da. Und die 6285 eben die große, wie heißt das Ding? Barracuda. Black Seas Barracuda oder was? Ich weiß gar nicht, wie ist denn der offizielle Name? Das weißt du als Kind ja auch nicht. 6285. Das ist Black Seas Barracuda. Ja, genau. Klammer, hier steht noch Dark Shark. Ja, also wusste ich als Kind beides nicht. Was ich wusste, dass es ein richtig geiles Schiff ist, das ich gerne gehabt hätte, hatte ich nicht. Das hatte der Marco, mein Schulfreund Marco. Und da habe ich immer, wenn ich an diese Geschichte denke, und das ist so witzig, wie Kinder denken, was möchte ich kurz weitergeben. Und zwar wurde bei denen damals eingebrochen. Und das war für mich, auch bis heute, wenn ich daran denke, ist so ein, schüttelt es mich, dieser Gedanke. Und zwar war es so, dass also denen wurde auch das Auto geklaut. Also es war so, dass nachts sind die bei denen ins Haus rein und die ganze Familie hat geschlafen. Und keiner hat es mitgekriegt, die haben auch kein Haustier oder so, sondern die sind da rein. Und diese Einbrecherbande hat auch quasi in das Kinderzimmer von Marco reingeschaut und dann die Tür wieder zugemacht. Und dann haben sie halt den Schlüssel von dem Auto genommen, die hatten so einen fetten BMW und sind dann damit weg und ein paar andere Sachen geklaut. Das fand ich also im ersten Moment super gruselig, gruselt mich heute noch, wenn ich daran denke. Aber im zweiten Moment, und das war das, was mich als Kind beschäftigt hat, wieso haben diese Vollidioten nicht dieses geile Piratenschiff mitgenommen? Ja. Da habe ich wirklich dran gedacht. Das habe ich gedacht, wie dämlich muss man denn sein, um dieses Schiff nicht mitzunehmen? Was waren das für Amateure? Das habe ich gedacht. Ja. Also das ist, also man war noch recht jugendlich, aber das habe ich mir auch bis heute gemerkt, weil ich so diese Ekel-Grusel-Stimmung und dann mit dieser Empörung, dass diese Vollidioten nicht dieses Schiff mitgenommen haben. Ja, also das, da denkt man ja manchmal auch heutzutage noch, also ganz ehrlich, mein Fernseher ist nahezu nichts wert. Ich habe eine PlayStation 4 Pro, also das, ich glaube, der teuerste Gegenstand in meiner Wohnung ist der orangene Technik 911er. Also, der hat echt angezogen. Ja, genau, es ist, ja, so ist es halt, ne? Aber muss man wissen, ne? Muss man auch wissen. Ja, ich meine, gut, ich stelle mir vor, wirklich, das ist ja, da bist du, wenn dir das passiert, bist du bei Bild.de auf der Schlagzeile, stell dir vor, du wirst irgendwie als Räuber, irgendwie als Dieb, wirst du nachts erwischt und hast so ein Schiff unterm Arm. Ja. Weißt du, so, also den würde ich ja fast laufen lassen, ne? Auf jeden Fall muss er irgendwie auch ein gutes Herz haben, so ein bisschen. Ja. Oder auch nicht, oder ein ganz fieser Mensch. Ja. Ich weiß auch nicht. Naja. Pass auf, die nächste Frage. Ich habe noch gefragt, welche dieser drei Themenwelten ist eurer Meinung nach das beste Investment? Waren auch wieder Mehrfachnennungen möglich. Und hier gab es ein sehr deutliches Ergebnis, denn es gibt 10 Stimmen für die Ritter. Ich habe Ritter und Piraten angekreuzt, also ich habe doppelt. Also sowohl Robert als auch Schommi, als auch Kevin, als auch Arne, als auch Mischa, als auch du, als auch Stefan, als auch Chris, als auch Flo und ich haben gesagt, Ritter sind das beste Investment. Wahrscheinlich auch ein bisschen getriggert jetzt durch die Schmiede und die Burg. Aber wie gesagt, 3 Leute haben immerhin auch die Piraten genannt. Das sind Robert, Thomas und ich. Und 2 Leute Weltraum, Robert und Schommi. Mhm. Gut, ist nur die Frage, von was spricht man? Ne? Müsste man jetzt noch ein bisschen differenzierter drauf eingehen. Aber zumindest, ich meine, wir sind immerhin das Team des Spielwareninvestors und jetzt nicht nur eine reine AFOL-Truppe, die sich irgendwie Tiernamen geben und ständig ins Legoland fahren. Liebe Grüße. wenn wir das schon, würde ich jetzt schon sagen, dass wir da eine gewisse Expertise auch haben. Ja, aber warum hast du jetzt zum Beispiel Ritter gewählt? Weil ich einfach zum Beispiel, ich glaube, wenn die Burg exklusiv bleibt, wird sie jetzt nicht der Gamechanger im Investment sein, aber ich glaube, dass die mittelalterliche Schmiede, wenn man die sich ein paar Mal für 99,99 € weggelegt hat, ich glaube, die wird durch die Decke gehen. Ich sehe dieser alte Marktplatz aus dieser Castle-Serie, der ist durch die Decke gegangen.
Das sind, ich glaube, diese Zwischenebene. Also die alten Rittersachen sind teuer geworden, die alten Piratensachen sind teuer geworden. Aber wenn du so diese 2000er, also unsere Ahrvoll-Zeit nimmst, Castle hat sich richtig krass entwickelt und diese 2002er Piratenserie hat sich kaum entwickelt. Also da sehe ich so ein bisschen, scheint dann doch das Ritterthema irgendwie über die Generationen hinweg ein bisschen präsenter zu sein. Ein Kumpel hat jetzt gesagt, das Hokuspokus-Haus ist ein Knaller. Das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, ehrlich gesagt, als mittelalterliches Bauwerk. Genau, aber das ist ein schöner Anknüpfpunkt. Also in meinen Augen, und das ist auch, glaube ich, der Faktor, der das hier mit ausmacht, und zwar findest du im kompletten Lego-Kosmos viel, viel mehr Anknüpfungspunkte an so eine mittelalterliche Szene oder an so diese mittelalterliche Welt. Also du findest viel, also Hokuspokushaus habe ich jetzt nicht vor Augen, aber du hast ja gerade die Schmiede beispielsweise genannt, die du wunderbar integrieren kannst. Und dann haben wir, würde ich jetzt mal behaupten, es gibt mehr Mittelalterfeste als Piratenfeste. Dementsprechend ist die Chance höher, dass es Fans von solchen mittelalterlichen Szenen gibt, die dann, wenn sie jetzt privat da in ihren Kostümen da rumhopsen, vielleicht dann auch die Chance ergrößert ist, wenn sie dann auch Lego-Fans sind und Lego bauen, dass sie eher so diese mittelalterliche Richtung irgendwie einschlagen, dann hast du es natürlich auch immer einfacher. Also in dem Moment, wo du als großer Erwachsener und willst mit Piraten und so, wie stellst du das Wasser dar? Das heißt, du brauchst viel, viel mehr Platz. Du brauchst eine gewisse Weite, um das gut aussehen zu lassen. Und das sind halt alles so kleinere Probleme. Und dann hast du halt noch einen weiteren Faktor, und zwar das Armee-Building. Also du kannst natürlich auch eine Piratenarmee, aber letztendlich du hast eine Mannschaft da auf dem Schiff, da sind, keine Ahnung, wie groß das Schiff ist, von 3 bis 30, keine Ahnung. Und du hast aber in diesem Ritterbereich eben diese Faszination von einer Armee, die du beispielsweise auch dort gut unterbringen kannst. Und das treibt natürlich, wenn du da geile Minifiguren drin hast oder so, dann auch wieder das eine oder andere Set oder eben den Preis von der einen oder anderen Minifigur. Und ich glaube auch, die historische Komponente spielt eine Rolle. Genau. Ich meine, genau. Das ganze Rittertum, das hat sich ja primär in England, Frankreich, Deutschland irgendwie abgespielt. Oder wenn du jetzt sagst, ne, König Artus und die Ritter der Tafelrunde, ja, oder hier in Deutschland dann halt auch die Geschichte Nibelungensaga, Parzival, Wolfram von Eschenbach und so weiter. Das ist natürlich irgendwie, also nicht, dass das jetzt unsere Vorfahren unmittelbar waren, aber ich glaube, du hast hier noch irgendwelche Adelshäuser, die halt immer noch irgendwie so als Repräsentationssitz eine Burg haben oder so. Das ist halt hier in Deutschland. Und das, was irgendwo in Gewässern der Südsee passiert ist, ich glaube, da sind auch die wenigsten wieder zurückgekommen. Ne? Also das ist irgendwie sowas geschichtlich Ausgelagertes. Allein, dass viele Leute gar keine Ahnung haben, hä, was ist jetzt nochmal Piraten und die Kolonialen und um was ging es da eigentlich? Um was haben die gekämpft? Gegen was haben die gekämpft? Da ist das Geschichtliche nicht so klar, glaube ich. Na, wir haben im Norden haben wir schon den einen oder anderen Piraten, wo man zumindest so Störtebeker oder sowas hat man schon mal gehört. Und der hat dann auch hier und da angeblich eine Insel gehabt, wo der dann irgendwelche Jungfrauen hin entführt hat und so. Das gibt's schon alles. Aber du hast recht, ne? Also so eine Stadtmauer ist viel, viel präsenter, ne? Auch die Lüneburger Stadtmauer. Natürlich haben wir noch Häuser, die jetzt vielleicht nicht bis in die Ritterzeit zurückreichen, aber vielleicht teilweise auch doch. Also so richtig, also du kannst, hast halt so diese gespürte Geschichte ist in manchen Städten, also zum Anfassen irgendwie noch da. Und das hast du bei Piraten weniger verbreitet und genau. Ich habe übrigens, da bin ich eben nicht drauf gekommen, aber das fiel mir gerade ein bezüglich, was hatten wir früher als Piratenbezug oder was hat uns vielleicht dazu verleitet? Und zwar ein Film, den ich wirklich mehrmals auch geguckt habe und der mich auch bis heute noch wirklich toucht, ist Die Schatzinsel. Und da gab es ja mehrere Verfilmungen von. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich habe wahrscheinlich die von Disney gesehen. Warte mal, das hier sieht zumindest so aus. Ich habe so einen ganz speziellen Piraten vor Augen. Ich weiß jetzt nicht, aus welchem Jahr die ist, aber 1966 ist diese klassische. Also ich habe, da hat der, oh Gott, also das ist definitiv diese Schatzinsel, aber ich weiß jetzt nicht, das hilft euch jetzt hier nichts. Spieltags
Ist auf jeden Fall von Disney. Also ein Schatzinsel-Film von Disney gibt's, läuft auch auf Disney Plus. Ich könnte hier maximal einen Trailer in die Shownotes packen. Ich werde das jetzt hier nicht so schnell finden. Verfilmung, ja, ist egal. Mir ist noch was ganz Aktuelles eingefallen. Also dieses ganze Pirates of the Caribbean. Die Schatzinsel von 1950, Disney. Die. Okay, ja. 1950, alter Schwede. Krass. Gut, sorry. Disney, die Schatzinsel von 1950. Die habe ich rauf und runter geguckt. Ja. Ich wollte gerade sagen, also dieser ganze Captain Jack Sparrow, das war für mich zu sehr so wie so Musical, Maskerade und so. Ja. Aber ich bin ja, ich habe nicht viel Computer gespielt, also sowieso kein Computer gespielt, Konsolenspieler bin ich ja, aber eines der wenigen Spiele, das ich wirklich durchgespielt habe, war Uncharted, also Nathan Drake. Drake's Schicksal. Und da geht es ja auch permanent um so Piratenwelten und so weiter, also das toucht mich dann schon noch. Ja, da bin ich neidisch, also ich war nie ein Konsolenspieler, es gibt so viele geile Konsolenspiele, ich habe auch immer eine Konsole da, aber ich bin zu blöd, ich kriege das mit der Steuerung nicht hin, das stresst mich. Kurze Randbemerkung, du bist gar nicht in unsere Gruppe darauf eingegangen. Das haben sich ja, die ganzen Freaks haben sich ja über PCs unterhalten in sämtlichen Fachdisziplinen, da kann ich überhaupt nicht mitreden. Aber es ging ja kurz dann auch um Konsole und so weiter, dass ich ja, genau, weil Arne hat ja die These geäußert, ich sei so ein Computerfreak, bestimmt bin ich überhaupt nicht. Und da habe ich aber nur noch als kleine Randnotiz reingehauen, dass ich dich neulich in FIFA 17 abgezogen habe. Oh, jetzt rattert es wieder ganz laut hier. Ja, wie bitte? Ja. Bist du noch da? Mhm. Hallo? Und da bist du gar nicht drauf eingegangen, Lembo? Erstaunlicherweise. Hallo, jetzt höre ich dich ganz schlecht. Ja. Ja, hallo? Ja. Jetzt ist er weg. FIFA 17. Mhm. Mein aktuellstes. Naja. Jetzt, da bist du. Hallo? Ja, ja. Jetzt sehe ich dich auch wieder. Mensch. Ich habe noch eine Frage gestellt in der Gruppe. Und zwar, jetzt kommen wir so ein bisschen, jetzt haben wir wieder so einen Bogen zum Anfang, weil wir haben ja noch gar nicht ausgewertet, was jetzt wir jetzt das Säbelrasseln auch berechtigt übrigens. Von der Fortress und so weiter halten. und zwar habe ich gefragt, was wünschst du dir im Hinblick auf die auf das Thema Piraten bei Lego? Und da gab es die Antwortmöglichkeiten, eine ganz neue Piratenthemenwelt, also wie auch immer die dann aussehen mag, dann die Neuauflage alter Sets, so wie es jetzt bei der Fortress passiert ist. Oder neue Sets im Stil der klassischen Piratensets. Also so wie jetzt beispielsweise eine Löwenritterburg halt wirklich eine komplette Neukonstruktion ist, aber eben schon den alten Stil aufgreift. Oder lieber nichts davon. Und natürlich hat unser alter Piratenmuffel Schommi gesagt, er möchte gar nichts. Niemand hat gesagt, er möchte im Sinne der Fortress eine Neuauflage alter Sets. Niemand. Das finde ich auch bezeichnend. Flo und Chris haben gesagt, sie wünschen sich eine ganz neue Piratenthemenwelt. Und der Robert, der Kevin, der Stefan, der Thomas und ich haben gesagt, wir würden uns neue Sets im Stil, in Anlehnung an die alten, wünschen. Wie sieht es da bei dir aus? Du hast an der Umfrage gar nicht teilgenommen. Nee, ich bin da gar nicht so sicher, tatsächlich. Also ich weiß manchmal nicht so genau, ob jetzt dieses Piratenthema jetzt von außen reingequatscht wurde. Also so wie wir wollen alle Züge haben und dann wird die Krokodil halt nicht verkauft oder so, ne? Ja. Oder wir brauchen alle Burgen und dann stehen sie da. Also ich glaube heutzutage, also so groß unsere Käuferschaft auch ist und so groß unsere, wir uns als Community fühlen, weil wir halt in dieser Bubble drin hocken. Ne? Also die größte Kundschaft sind immer noch die Kinder. Ne? Also ich glaube, wenn du sowas machen willst, dann musst du das begleiten mit, und das ist, nenn es traurigerweise von mir aus so, aber dann musst du das irgendwie visuell begleiten, wie sie es jetzt machen mit Dreams oder so. Also du musst halt irgendwie eine Serie dazu bringen. Und was ich auch cool fände, ne? So kleine Piratenabenteuer und los geht's, ist natürlich die Political Correctness, die da auch irgendwo wieder gewahrt werden muss. Und darf der jetzt ein Holzbein haben und muss das dann nicht
Piratin sein und darf da überhaupt ein Papagei sitzen, so ein armer Papagei in Gefangenschaft und weiß der Kuckuck was, ne? Also das sind alles so Sachen, die da natürlich mit in die Diskussion dann wahrscheinlich reinkommen und dann im Endeffekt dazu führen, dass das wahrscheinlich irgendwie nicht passieren wird. Aber das fände ich halt irgendwie cool, ja. Weil ich fände das schon irgendwie fast geiler, wenn unsere Kids mit Piraten und Rittern und so irgendwie spielen würden, als jetzt mit irgendwie so Monkey Kid. Ja, mit Monkey Kid, mit irgendwelchen Affen, mit Stöcken. Aber da kannst du halt wenig falsch machen, ne? Wenn du ja. wenn du Fantasiewelten baust, ja, die so cool. Richtig schräg sind. Dreams dann, ist echt eine schöne Sache. Du kannst aber schlechter, und das ist für Lego dann halt wieder einfacher, weil sie schlechter in Fettnäpfchen reintreten, weil es dann geschichtlich kann das gar nicht sein, in der und der Zeit. Du kennst ja die ganzen Spinner, die dann da überall das Haar in der Suppe suchen und so tun, als hätten sie es jetzt für die A-Folz komplett falsch gemacht. Also das ist halt ein viel zu großes, dickes Brett, was da gebohrt werden müsste, um es irgendwie allen recht zu machen. Und deswegen glaube ich, wird das leider nicht passieren. Aber da hätte ich schon irgendwie, glaube ich, Bock drauf, wenn ich mir das aussuchen könnte. Also ich hau jetzt mal eine These raus. Ich glaube, ich habe sie irgendwann schon mal in dem Podcast geäußert. Bin ich aber auch bei dem Thema jetzt wieder drauf gestoßen. Ich äußere jetzt mal die These, dass die gesamte Reihe Ninjago eigentlich die moderne, perfekte Verschmelzung von Rittern, Piraten und Weltraum ist. Und Lego damit einfach alles richtig gemacht hat und damit im Prinzip das, was wir früher empfunden haben, als wir mit Rittern, Piraten und Weltraum gespielt haben, einfach in dieser Themenwelt vereint hat und ein wahnsinniges Imperium geschaffen hat. Also ich glaube, Ninjago ist wirklich, ich stehe so oft, wenn ich beim Müller irgendwo stehe, dass dann Kinder da vorm Regal stehen und sagen, das habe ich schon, das habe ich schon, das habe ich schon, das brauche ich noch. Also ich glaube, Ninjago ist die moderne. Also ich meine, das sind Ninjas, ne? Also das ist ja irgendwie, das sind ja auch vom Charakter her. Also erstmal haben die, glaube ich, haben sie sich schön bei den Turtles bedient, ne? Also ja. So von der Sache her. Aber man muss ja trotzdem sagen, das war zwar nicht gedacht als eine Toyline, die so lange läuft, aber natürlich gehört da auch immer ein bisschen Glück dazu. Aber die haben es halt auch gut umgesetzt. Und so diese Idee, die ständig in neue Welten eintauchen zu lassen, muss dir fast recht geben. Also das ist natürlich irgendwie so diese Ritterkämpfe oder die gegen andere Armeen, gegen Dunkle, gegen Bösewichte, gegen können so ihre eigenen Probleme unter sich ausmachen. Du hast den jugendlichen Superhelden da mit dabei. Du hast irgendwie, klar können die auch mal unter Wasser irgendwie mittlerweile schwimmen, da irgendwo oben rumfliegen. Die haben Mechs und das ist schon alles miteinander vereint. Das stimmt schon. Und ich als Erwachsener, also ich fände es ja, glaube ich, auch nur cool, so eine neue Piratenserie zu haben, weil ich feuchte Augen bekomme, wenn mein Kind jetzt mit Piraten spielt. Ich glaube, das ist ja das, was ich will. Wäre es wirklich besser, wenn jetzt das Kind mit Rittern und Piraten spielt, anstatt mit Ninjago? Nee. Also warum? Ne? Oder mit Monkey Kid oder mit Dreams oder so. Das ist doch nicht. Warum ist das besser? Nur weil ich da früher mitgespielt habe. Ne? Also das, lass sie doch die Möglichkeiten nutzen, die heutzutage da sind, aber so fürs Bauchgefühl. Also ich fände es einfach cool, aber da macht man auch als Vater ganz oft den Fehler tatsächlich, dass man von sich oder dass man sein Kind anguckt und sich als kleinen Jungen sieht, was aber einfach auch oft voll in die Hose geht und gar nicht so schlau ist, wenn man das macht, weil das Kind denkt, ey, was will der Alte eigentlich? So, das war ja bei uns auch schon nicht anders. Ne? Ja, aber stell dir mal vor, jetzt unsere Väter oder auch Mütter von mir aus, wenn du jetzt sagst, ne, du würdest dir wünschen, dass unsere Kinder mit sowas spielen, mit dem wir auch gespielt haben. Jetzt stell dir mal vor, du hattest als Kind die Laramie Super Soaker 50. Ja. Ja. Und dein Vater hat wahrscheinlich damals schon gedacht, ah, was ein Schwachsinn. Ja, ja? Klar. Und klar. So, und jetzt hat er gesehen, wie du diese Monsterwaffen wieder gekauft hast. Und also, und ist jetzt die Frage, ne? Also das ist, glaube ich, immer, man geht ja automatisch immer so ein bisschen von sich aus. Und also ich bin ja wirklich schon ein bisschen älter, also es gab ja kein Internet, als ich klein war. Ne? Wir haben gezwungenermaßen mit Stöckern draußen gespielt und Fußball und waren den ganzen Tag draußen, weil, ja, was hätten wir drin machen sollen? War ja noch beschissener, ne? Deswegen waren wir draußen. Hättest du uns ein paar Jahre eher den Gameboy da aufs Bett gelegt oder den Amiga oder was wir da hatten, Digga, dann wären wir auch nicht so viel da draußen rumgelaufen. Und wenn du uns direkt das Internet und die Möglichkeiten, die Kids heute haben, hingelegt hättest, ganz ehrlich,
dann wären wir auch weniger draußen gewesen. Ja. So, und natürlich hat das unsere Eltern gestört, die damals noch mehr draußen waren. Und als es dann losging mit Computern, letztendlich habe ich ja auch die Diskussion mit gehabt, und ne, wie kann man nur so lang und was für eine Scheiße. Nehmt euch mal ein Buch oder so, weil die früher dann sich mit Karl May weggenördelt haben. So, aber das war dann für uns in dem Moment richtig beschissen. Ne? Aber ich fand das auch so unfair immer. Mein Vater wird wahrscheinlich seine ganze Kindheit irgendwo hier in Wald und Wiese verbracht haben und Burgen gebaut haben und Höhlen gebaut haben. Und bei mir war das dann so, ich bin ja 85 geboren. So, 26. April 86, Tschernobyl. Ja, und es war ja nicht klar, was es alles verseucht. Das heißt, ich durfte als Kind überhaupt nicht großartig draußen irgendwas buddeln oder machen, weil meine Eltern Angst hatten, dass das irgendwie radioaktiv verseucht ist. Ja, und schon gar nichts im Wald irgendwie. Ich bin mir sicher, dass mein Vater früher als Dorfkind im Wald irgendwelche Walderdbeeren gegessen hat und Waldjohannisbeeren und Brombeeren. Und als ich als Kind in den Wald gegangen bin, hat mein Vater immer gesagt, Achtung, Fuchsbandwurm und sowas. Ne? das ist, ja, heutzutage lässt du dein Kind nicht mehr in den Wald, weil es wahrscheinlich von irgendeinem Perversen entführt wird oder so. Ne? Ja. Also es ist, also die Zeiten ändern sich natürlich. Und es gibt wahrscheinlich Dinge, die sind nicht reproduzierbar, weil selbst wenn die Kinder das Gemüt haben und selbst wenn du dir Mühe gibst, sozusagen gewisse Themen einfach zu erklären, schmackhaft zu machen. Zum Beispiel, ich habe mich neulich daran erinnert, da muss ich in der Grundschule gewesen sein. Da gab es auf Cola, Fanta, Sprite Flaschen, gab es von, konntest du diese, ja, dieses Papp, also diesen Aufkleber abziehen. Kommt jetzt die Disney-Olympiade oder was kommt jetzt? Nee, da kommen diese Album-Covers. Erinnerst du dich? Ja. Also wirklich so Pink Floyd, Elvis, dadurch habe ich teilweise erst überhaupt Bands kennengelernt, ja, die mir vorher noch gar nichts gesagt haben. Das waren so diese berühmten, 50 berühmte Album-Cover und die waren auf dieser Rückseite von diesen Cola-Flaschen-Etiketten. Und du, wir sind damals, wenn hier irgendwo eine Zeltkirmes war, das war das Paradies, weil da ist ja relativ viel konsumiert worden in relativ kurzer Zeit. Und die haben halt dann die leeren Kisten, also die vollen Kisten waren ja im Kühlwagen. So, und dann wurden die halt ausgeschenkt und die leeren Kisten wurden da halt irgendwie einfach immer so gestapelt. Da sind wir als Kinder hin, haben da stundenlang diese Dinger abgepittelt und so weiter. Dann mit einer Schere die Album ausgeschnitten und dann auf so einen Sammelposter geklebt, was dann im Kinderzimmer hing, sowas gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja völlig aus der Zeit gefallen, etwas zu sammeln. Also ich meine, selbst Panini-Sticker sind ja nicht mehr en vogue. Ja? Geil, ich habe hier, da hast du mich gerade auf was gebracht, also ich erinnere mich so an, wo du das gerade sagst, diese Flaschendinger, also wo ich mich, was ich direkt vor Augen hatte, war halt so eine, wie heißt denn das hier, die Disney-Sportparade Sammelbilder. Fanta Cola und Fanta Etiketten, Olympiade 1992. Das waren so Disney, ich war ja schon immer Disney Entenhausen Fan und so. Und dann hatten sie sozusagen die ihr olympischen Wettbewerbe und dann gab es Disney Figuren, die halt repräsentiert haben. Was weiß ich, Wasserball, Diskuswurf, Ringen, Golf, Fechten. Ich habe es gerade gegoogelt, habe ich auch. Also bei Lego gibt es, bei eBay gibt es hier gerade eine Auktion: 14 Mal Disney Sportparade Sammelbilder. Da bin ich ja fast schon wieder auf dem Kaufdings hier drauf. Aber ich weiß nicht, ob die komplett sind, deswegen lasse ich das jetzt. Ich weiß nicht, wie viel es gab. Aber ach ja, das sind so schöne Erinnerungen. Also ich habe ja teilweise würden, glaube ich, die Sachen, die, wo wir damals mit gespielt haben, auch heute noch funktionieren oder funktionieren halt auch. Also sprich Piraten in Corona, ne, wo man dann einfach sowas rausholt und dann geht's aber los. Lego hat vor kurzem auch so einen coolen Werbespot rausgehauen, wo sie Kindern, also aktuellen Kindern, so alte Sets, so Retro-Sets zum Spielen gegeben haben, teilweise von Belleville und teilweise von Space und so weiter. Und die Reaktionen darauf sind ganz süß. Also den muss ich nochmal raussuchen. Das war ein sehr, sehr cooler Spot. Und ich habe ja auch in anderen Bereichen, ne, also mit Masters of the Universe gab es ja nochmal so einen Relaunch und dann habe ich die große Burg gekauft und ganz viele Figuren und da haben wir auch eine Zeit lang mit zusammen in der Sandkiste gespielt und wir haben auch eine Zeit lang die alten, also diese ganz alte Zeichentrickserie gesehen und fand mein Vater schon interessant und der weiß auch bis heute noch,
also bis jetzt, ist super lange her, aber die ganzen Charaktere, also der kennt das. Aber ich sage jetzt mal so, ich werde das jetzt nicht weiter forcieren, weil was nützt es ihm, wenn er in der vierten Klasse ist und die ganzen Charaktere von Masters of the Universe kennt und kein Schwanz weiß, wer He-Man ist. Ist halt so ein bisschen nerdgefährdet, aber ich nehme es jetzt mal als Allgemeinbildung, vielleicht hilft es ihm irgendwann. Aber es macht schon auch noch Spaß, aber ich glaube, jede Zeit hat so ihre Helden und dann muss man zumindest, was unsere Kids betrifft, sie dann auch lassen. Wir großen Kinder können natürlich machen, worauf wir Bock haben. Und das sind dann halt, in dem Fall, wenn ich da jetzt für mich antworten müsste, wären es wahrscheinlich so, wie jetzt die Eldorado Fortress, alte Sets in Neuauflage. Also die gefällt mir nämlich auch ganz wahnsinnig gut. Also es ist wirklich, muss ich auch nochmal eine Lanze für brechen, denn ich habe ja auch noch die Frage gestellt, welches Set besser gefällt. Warte, wo habe ich die Umfrage jetzt wieder hingepackt? Oder weiß ich gar nicht, ob ich da geantwortet oder was ich geantwortet habe, aber wenn wahrscheinlich die Fortress, witzigerweise. Ich habe gefragt, welches Set ist deiner Meinung nach besser? Entweder die Bucht oder die Fortress oder beide gleich? Niemand sagt, die Fortress ist besser. Ich und Stefan, also Stefan und ich, haben gesagt, beide gleich gut. Also ist auch meine Meinung. Und alle anderen, also Thomas, Flo, Chris, Mischa, Arne, Kevin, Schommi und Robert haben gesagt, die Bucht ist besser. Dabei muss ich ganz ehrlich sagen, die Teilezahl ist relativ ähnlich, der Preis ist relativ ähnlich. Wenn du die Fortress nicht so zusammenklüngelst, sondern so breit aufbaust, finde ich, wirkt sie auch nicht mehr so viel kleiner. Ich finde beide Sets unfassbar gut. Und ich finde, beide haben ein unfassbar gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja, ich habe da, glaube ich, nicht abgestimmt, weil ich da noch, wie ich dann bin, auch noch eine Nachfrage habe. Also ich finde, die Fortress ist auf jeden Fall das bessere Playset, wenn ich da mit Kinderaugen drauf schaue, weil da einfach viel, viel mehr abgeht. Wir haben natürlich diese große Insel und ja, du kannst ein Schiff draus machen, aber ich muss ja irgendwie jetzt, ich vergleiche jetzt einfach mal die Pirateninsel mit diesem Ding. Und du kriegst bei der Barracuda Bay, weil das noch vor der Preiserhöhung war, ja auch mehr fürs Geld, wenn du jetzt auf die Steinezahl oder das Gewicht oder was auch immer guckst. Aber trotzdem finde ich, dass bei der Eldorado Fortress mehr Möglichkeiten sind, ne, wo jetzt sich jemand durchschlängeln kann, um die Burg einzunehmen. Wo jetzt, da kann ein Schiff beladen werden. Während das Schiff belädt, kann sich jemand rangaunern mit so einem anderen Paddelboot. Du kannst irgendwie was beladen, du kannst auf was schießen. Du hast eine Menge Minifiguren, sowohl von der Seite als auch von der Seite. Und ich finde, also wenn ich da jetzt so drauf gucke und gebe dem kleinen Lars das oder das, fände ich beides geil, aber ich glaube, ich würde mich als Spielset für diese Festung hier entscheiden, tatsächlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Ich glaube auch, dass sie als Invest, also es haben ja viele aus dem Team jetzt gesagt, dass große Sets gar nicht mehr so unbedingt im großen Fokus des Investments stehen. Ich finde, diese Größe ist noch im Rahmen dessen, dass ich sage, ist gut handelbar. Ist zwar schon ein relativ großer Karton, aber mit 215 Euro noch so in dem Bereich, dass man sagt, die könnte sich tatsächlich verdoppeln, meiner Meinung nach, im Preis. Ich halte es für ein sehr, sehr interessantes Set. Ja, ich auch, absolut. Aber ich finde, das hier ist mehr Playset, die Barracuda Bay, da haben sie halt mehr Teile, da sind ja viel mehr Teile drin, aber da haben sie mehr Teile dafür aufgewendet, um dem A-Voll, für das war es gedacht, so kleine Freuden und so ein bisschen mehr detailliertere Sachen, also da sind ja die Kapitänszimmer, die sind ausgebaut, da steht eine Schreibfeder auf dem Schreibtisch, da hast du, was weiß ich, irgendwelche Anlehnungen an die Insulaner, die draußen an der Insel, da wollten sie halt ganz, ganz viel und haben sie halt auch ganz, ganz viel gemacht, sodass du dann beim Bauen sagst, ah ja, hier, ach, guck mal, ach, ist das schön. Und hier bauen sie halt, also die habe ich halt noch nicht gebaut, aber es sieht für mich so aus, als haben sie hier ein bisschen weniger Wert auf dieses ganz kleinige, detailmäßige gelegt, sondern hier eher so ein besseres Playset geschaffen, so in meinen Augen. Ich glaube, die Fortress würde sich auch gut in deinem Schaufenster machen, wenn du sie so quer baust. Ich bin, ja, wahrscheinlich. Also die wird sich auch gut in meinem Kinderzimmer machen, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das ist und tatsächlich erkennt man sofort, was es sein soll. Ne? Wenn man die neben das Original stellt, Wahnsinn. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, mein Lieber.
Schön, das war so eine richtig schöne Reise vom Kopf her auch mal wieder. Ne? Ja. Das hält auch jung, Leute, das hält jung. Unbedingt. Also, nee, hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir darüber zu plaudern. Und das ist ja auch grundsätzlich einfach, eines der Grundprinzipien deines Ansinnens, den Podcast zu machen, ist ja nicht nur das Investment, sondern einfach auch sich diese Kindheitsgefühle positiv nutzbar zu machen im stressigen Alltag. Absolut. Und ich glaube, das hat mal wieder so richtig ins Herz getroffen, was das angeht. Und ja, ich habe tatsächlich noch keine Idee, was das nächste Thema für Lembos Logbuch sein wird. Aber ich habe ja auch überlegt, ob ich bin ja diesen Sommer so ein bisschen in dieses Fußballsammelkartenloch gefallen, ob ich das nochmal irgendwie aufarbeite. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal gespannt. Ich muss mir morgen euren Lokana-Podcast anhören. Witzigerweise, nachdem der hochgeladen war, hat Disney oder Lokana oder Ravensburger, wer auch immer, haben die sozusagen schon neue Leaks rausgegeben. Also, weiß nicht, 2, 3, 4 Stunden, nachdem der online ging. Und wir haben tatsächlich mit vielen Wünschen oder Vorhersagen, was kommen könnte, ins Schwarze getroffen. Ach, cool. Das zum Glück, muss ich sagen, zum Glück. Hat Spaß gemacht. Aber natürlich gibt es jetzt schon wieder Potenzial für eine nächste Lokana-Folge. Aber mal gucken, ob ich dann dabei bin oder einfach die Jungs Heiko und Patrick machen lasse. Die machen das bestimmt toll. Also, ich habe jetzt wirklich in dieses Fußballkarten, also ich merke sofort, Basketballkarten sind gar nicht meins, Footballkarten, es gibt ja Wrestlingkarten, es gibt ja sogar Tennis und Formel 1 und was weiß ich nicht was. Das ist mir alles völlig Schnurz. Und ich habe auch gemerkt, dieser ganze Pokémon-Yu-Gi-Oh!-Kram ist mir auch Schnurz. Und bei Magic finde ich die Idee geil, bin aber nicht so der Fantasy-Typ und fand das mit dem Ring, da habe ich mir auch mal so ein bisschen Kleinkram gekauft, das hat mich aber nicht gebockt. Aber das Lokana ist neben dem Fußball tatsächlich so die einzige Kartenvariante, die mich dann doch so ein bisschen interessiert. Sehr interessant, weil das hatten wir auch thematisiert, für wen das was ist. Ja. Und wir sind auch schon zu dem Schluss gekommen, dass das letztendlich die Personengruppe abholt, die bisher noch nicht abgeholt wurde. Ja, 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 den Eindruck hatten wir tatsächlich auch, ja. Aber ich habe mich jetzt ein bisschen auch mit der Thematik beschäftigt. Es gibt ja mittlerweile auch, es gibt ja Stranger Things Sammelkarten, es gibt Simpsons Sammelkarten, es gibt ja alles. Also es gab ja auch Stranger Things bei Magic the Gathering beispielsweise. Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Mhm. Also ich glaube, ja. Und da muss man aber jetzt mal um den Schwenk wieder zurück zu Lego. Ich bin gespannt, was ihr zu Lokana als Investment sagt, aber wenn ich jetzt mal nur diese Fußballkarten, mit denen ich mich jetzt tatsächlich wirklich ein bisschen auskenne, ja, habe ich mich da ziemlich reingenördet im Sommer. Das ist eine ganz, also bei allem, was ich hier so mache, da wird ja viel mit Verlosung und Lots kaufen und Boxbreaks und was weiß ich nicht was gemacht. Das ist letztendlich Glücksspiel. Es ist letztendlich wirklich Glück, wenn du diese seltene Karte ziehst, wenn du dieses Autogramm ziehst, wenn du die niedrige Nummerierung ziehst, dann hast du wirklich einen Gegenwert und dann hast du aus deinem Geld auch mehr gemacht. Und als ich hier so ein bisschen im Sommer mal so rumgespielt habe und auch ein bisschen Geld da rein versenkt habe, habe ich mir so gedacht, boah, wenn ich jetzt die Summe X, die ich nicht nennen möchte, wenn ich die ganz klassisch in EOL-Sets gesteckt hätte, es ist einfach ein brachial berechenbares oder ein relativ berechenbares Investment, wenn du in Lego gehst. Der Rest ist einfach Hobby, Spielerei. Das ist ein geiles Gefühl, so ein Tütchen aufzureißen und zu gucken, was drin ist und sich zu freuen, wenn man was Cooles gezogen hat. So exakt, Lembo. Guck mal, wir sind jetzt erwachsen, aber wir müssen auch gucken, dass wir nicht zu vernünftig werden. Ja. Und ich finde es, hätte ich dir nicht zugetraut, dass du da abgehst auf so Sammelkarten plötzlich. Aber ich freue mich auch so ein bisschen tatsächlich. Also ich freue mich wirklich darüber. Also nicht, dass du da jetzt unnötig Geld versenkst oder so, sondern so grundsätzlich. Ich habe das auch bei diesem Lokana gemerkt. Da habe ich jetzt auch übertrieben viel Geld schon wieder reingesteckt. Aber auch geöffnet oder nur gekauft? Ja, ja, nein, ja. Eigentlich nur geöffnet. Also weggepackt, also 1, 2 Starter-Decks da so. Ne? Aber nein, hauptsächlich geöffnet, um Spaß zu haben. Und ich finde, man zahlt bei solchen Sachen auch ein bisschen eben dieses Kindheitsgefühl, was man vielleicht früher hatte, wenn man sein Panini-Päckchen aufgerissen hat und Karten plötzlich hatte, die man noch nicht hatte oder Bildchen, die man noch nicht hatte. Und das habe ich bei diesem Lokana zum Beispiel. Geil. Weil dann gehst du so durch, ah, scheiße, die Daisy, ah, die Mini, die habe ich noch nicht. Ah, klasse. Und dann freut man sich so, ja, habe ich die noch? Und das ist toll. Und ich habe zumindest auch 1, 2 Leute, von denen ich weiß, dass die da auch so ein bisschen gefangen sind. Ich weiß auch, dass die in Scareback sein werden. Und mit denen ich dann tauschen werde, mit Sicherheit auch. Mhm.
Und das ist cool. Also da sitzen so erwachsene Leute und sagen, hier, hast du mal noch eine Rapunzel? Du kriegst hier von mir einen Stitch oder so. Das ist so, so witzig. Und ich finde, das ist so ein Spaß, so ein Happening-Ding. Und ich sehe das jetzt auch wirklich nicht, also für mich jetzt keine Option, da groß absahen zu wollen. Wenn das natürlich passiert, dass das jetzt in ein paar Jahren super viel wert ist, gut. Ne? Aber das ist jetzt ist ja gut, wenn man mal ein, zwei Starter-Decks im Keller hat. Das kann ja nicht schaden. Gerade wenn man sie zur UVP von 1999 bekommt, gar kein ist ein No-Brainer. Die sind auch gut verschlossen, ja. Gar kein Problem. Aber es ist jetzt so für mich jetzt nicht, dass ich denke, oh, das ist mal jetzt unbedingt, um da groß reich zu werden, sondern es ist eher so ein Spaß. Ja. Weil, also vielleicht als Rausschmeißer nochmal, weil du mich vorhin gefragt hast, was mein erster Kinofilm war, frage ich dich jetzt, was war denn dein erstes Panini-Album? Fußball 95, also die Saison 94-95, in der Dortmund Meister wurde. Krass. Und ich kann dir sagen, wie ich das gesammelt habe. Am Anfang Tütchen gekauft, ich hatte schon lange den Wunsch, das zu sammeln. Und meine Eltern haben immer gesagt, das ist Abzocke, das ist so viel Geld und das ist so blöd. Und diese Saison durfte ich mich dann durchsetzen und ich durfte es sammeln. Und war glücklich wie Bolle. Aber natürlich haben meine Eltern relativ schnell sich da einen super Trick angeeignet, der viel Geld gespart hat. Nämlich, mein Papa war ja Grundschullehrer. Mhm. Das heißt, ich habe am Anfang halt so ein paar Tütchen gekauft, dann hast du natürlich auch ein paar Doppelte und so weiter. Und am Anfang war das so, dass mein Vater dann meine Doppelten mit in die Schule genommen hat und mit seinen Grundschuljungs getauscht hat. Stark. Und pass auf, und irgendwann haben wir halt gemerkt, das sind halt so, es ist halt ein Riesenhebel, ne? Also das sind halt so viele, die das sammeln und die haben dann teilweise Eltern, die die Tütchen einfach so in Displays da mit nach Hause geschleppt haben. Und da hat mein Vater irgendwann gesagt, hier, wir kaufen das gar nicht mehr, sondern ich kaufe einfach den Jungs das Bildchen für 10 Pfennig das Stück ab. Das heißt, mein Vater hat mir dann jeden Tag von irgendeinem anderen, ja, ich kenne noch die Namen von den Jungs, ja, hat er mir immer irgendwie so eine Brotdose voll mit Dingern mitgebracht. Ich durfte mir dann halt raussuchen, was ich brauchte und die hat er am nächsten Tag dann den Jungs bezahlt. Ja, nice. Und, so, und jetzt kommt's aber. Einer hat gefehlt, immer. Den hatte keiner. Also ein paar hatten den, aber keiner hatte den doppelt. Erster FC Kaiserslautern, Stefan Kunz. Er hat mir gefehlt bis zum Ende. Ich habe stapelweise Aufkleber durchgeguckt. Stefan Kunz war nicht dabei. Und es war ja damals wirklich so schräg. Du konntest einen frankierten Rückumschlag an Panini Deutschland schicken. Stimmt. Mit 1,80 Mark Dingsbums. Genau. Und du solltest dann tatsächlich den frankierten Rückumschlag du musstest das Porto bezahlen für den Rückversand. Und pro Bild 10 Pfennig oder so. Und zwar in Briefmarken. Ja. Die haben in Briefmarken Geld genommen. Und dann habe ich für 10 Pfennig irgendwann Stefan Kunz bekommen. Es hat ein paar Wochen gedauert. Und als ich den eingeklebt habe und hatte das Album vollständig, das war ein unfassbar erhebendes Gefühl. Ich frage mich gerade, während wir hier sprechen, spielt, glaube ich, Deutschland gegen Frankreich. Mhm. Und wir haben ja gerade keinen Nationaltrainer mehr so richtig. Ich glaube, Rudi Völler sitzt auf der Bank. Ich bin ja für Sandro Wagner. Das ist einfach der kompetenteste Kerl. Der hat eine Bremer Vergangenheit. Ich glaube, das sollten wir uns allen nicht antun. Ich sehe gerade 2-1 gewonnen. Ist schon vorbei. Hannes Wolf sitzt aber auch mit auf der Bank. Der hat HSV-Vergangenheit. Das und kann also Vergangenheit und Stuttgart-Vergangenheit. Das kann also sein, dass wir durchaus, wenn der da im Kompetenzteam bleibt, dass wir dann doch wieder nach oben kommen. Aber was ich gerade sagen wollte eigentlich, vielleicht hast du jetzt das Universum, hat Deutschland gegen Frankreich gewonnen? 2-1, ja. Ja, Wahnsinn. Dass du jetzt vielleicht gerade was angestoßen hast. Jetzt stell dir vor, du hast jetzt dem Universum den Twist gegeben. Jeder rechnet mit Nagelsmann oder was weiß ich, wer da kommt. Und jetzt kommt Stefan Kunz. Das wäre geil, ja. Und so ganz weit hergeholt ist es nicht, weil ich glaube, der hat ja schon die U21 mal trainiert oder was? Ich glaube, er trainiert jetzt die Türkei, oder? Kann sein. Also auf jeden Fall fände ich das extrem witzig. Dann bist du schuld, Lembo. Dann bedanken wir uns bei dir, falls das in die Hose geht mit der nächsten EM. Stefan Kunz ist doch, glaube ich, U21 Weltmeister geworden sogar. Ja, oder? Schmeiß ich jetzt oder irgendwas Obermeister, irgendwas ist er geworden. So, mein erstes Panini-Album, ich habe gerade geguckt, war Alf. Mhm. Ich war mir nicht mehr sicher, war das Alf oder das erste der Simpsons. Alf war aber 89 und Simpsons war 1991 so ein rosanes. Aber da weiß ich zumindest, wie ich noch selber in den Zeitschriftenladen gegangen bin und mir immer diese Packs nachgeholt habe. Aber Alf und Simpsons hat man nie voll bekommen. Und auch
der typische Anfängerfehler, du reißt das Panini-Tütchen auf, hast ein bisschen zu doll im falschen Winkel und hast dann oben in die Aufkleber so eine Backe reingeklebt. Immer, und dann werden die falsch aufgeklebt. Ja. Ja. Ah. Ja. Und ich weiß noch, damals bei Fußball 95 gab es noch hinten so eine Seite, die Stars der zweiten Liga. Da waren Leute von Wattenscheid und Waldhofen Mannheim dabei. KFC Uerdingen. Ja, ich erinnere mich, das waren noch Zeiten. Ja. Naja, gut. Gut, gut. Schön war's. Vielen Dank, dass ich dich auf deinem Podcast in meinem kleinen, bescheidenen Format zu Gast haben durfte. Ja, vielen Dank für die Mühe, die ich gemacht habe. Ja, perfekt. Dann. An alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht. Lasst gerne einen Kommentar da. Und genau, ich versuche mir für nächsten Monat wieder ein neues Thema zu suchen und mal gespannt, ob dann der Kevin wieder dabei ist oder Lars, du bist natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Wobei du ja gerne zuhörst. Aber super gerne, ja. Tatsächlich. So, lass uns mal verabschieden. Ich werde mich heute wie Robert verabschieden. Und liebe Grüße. Okay, liebe Grüße. Mach du mal zuerst. Sag mal sowas wie Tschüss oder so. Tschüss. Schüsseldorf.